Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Wenn ihr die Folge 7 aus unserem Kanal gesehen habt, dann werden euch die beiden Namen da links über dem Diagramm bekannt vorkommen. Johannes Kurz und Karl Kockelkorn. Im November hatte ich euch schon mal eine Aufgabe von den beiden gezeigt, und zwar die, nach der sich unser Verein, die Schwalbe, benannt hat. Verglichen mit dem Schwalbe-Problem ist das, was wir heute auf dem Brett haben, fast schon ein Leichtgewicht. Aber von den beiden Aufgaben ist diese ja wahrscheinlich die einflussreichere, denn das Thema, was wir hier sehen, die römische Lenkung, beziehungsweise man sagt auch einfach der Römer, das ist eine Idee, die sich bis heute als ausgesprochen ergiebig erwiesen hat. Unzählige Komponisten haben immer wieder neue Römer komponiert, in immer wieder neuen Variationen und dieses Thema auch mit immer neuen anderen Themen kombiniert. Der Name stammt übrigens von dem Widmungsträger dieses Problems. Die beiden Autoren hatten die Aufgabe einem Freund in Rom gewidmet. Worum geht es bei einer römischen Lenkung? Das ist eine Aufgabe aus dem logischen Themenkreis. Weiß hat einen Grundangriff, einen Hauptplan, den er gerne spielen möchte, aber der scheitert an einem Zug eines schwarzen Verteidigers. Und deshalb muss man in einem Vorplan diesen Verteidiger erstmal auf ein anderes Feld lenken. Und wenn man dann den Hauptplan spielt, dann hat dieser Verteidiger noch einen analogen Zug, der die Drohung auch pariert, aber der ist mit irgendeiner Schädigung verbunden, die wir als Weißer dann ausnutzen können. Klingt komplizierter, als es ist. Also ich denke, ihr könnt das Video jetzt einfach mal anhalten und sehen, ob ihr die Lösung findet. Wer der schwarze Verteidiger ist, das ist ja nicht schwer rauszukriegen. So, unser Hauptplan ist Dame E2. Wenn Schwarz nicht reagiert, dann spielen wir als nächstes Läufer nach D3 und schließlich Dame C2 matt. Und Schwarz kann sich verteidigen mit dem Zug Läufer G5. Und wenn wir jetzt einfach weiterspielen, Läufer D3, dann schlägt der schwarze Läufer den Bauern auf E3. Und der König hat ein Fluchtfeld gewonnen, das Feld D4. Deshalb müssen wir im Hauptplan den Läufer weglenken. Und das machen wir mit Springer D6, mit einer kurzen Drohung, nämlich Springer E4 matt. Diesen Springer muss also der Läufer auf jeden Fall schlagen. Jetzt kommt unser Hauptplan. Dame E2. Und der Läufer hat immer noch die Verteidigung, den Bauern zu schlagen, aber auf F4 steht er eben schlechter als auf G5. Da können wir ihn nämlich schlagen, das machen wir auch. Jetzt hat Schwarz nur den Zug König schlägt D4 und wir haben ein schönes Mustermatt mit der Dame auf E5. Das nennt man einen Schlagrömer, denn die Schädigung, die wir bei Schwarz bewirkt haben durch die römische Lenkung, bestand ja darin, dass wir den Angreifer schlagen konnten. Man kann sich aber praktisch auch jede andere Schädigung vorstellen und die mit einer römischen Lenkung erzwingen. Und ich möchte euch noch ein zweites Beispiel für einen Römer zeigen. Eine Aufgabe, die mir ganz besonders gut gefällt. Ja, das ist ein Matt in 5. Ich gebe euch mal zwei Lösetipps. Der eine ist der, bei Weiß zieht nur der Läufer. Und der zweite, beide Parteien, also Weiß und Schwarz, geraten im Laufe der Lösung in Zugzwang. Unser Hauptplan ist hier Läufer G2. Wir drohen im nächsten Zug mit Läufer F3 matt zu setzen. Der einzige Stein, der etwas dagegen unternehmen kann, ist die schwarze Dame. Die könnte nach D5 ziehen, dann schlagen wir sie einfach, da ist nichts mit gewonnen. Aber sie kann auch nach A8 ziehen. Da wird sie auch geschlagen. Und jetzt kommt Turm nach B7 und mit einmal sind wir in Zugzwang. Wir können den Turm nicht schlagen, dann ist Schwarz patt. Den Bauern können wir natürlich nicht nach D5 ziehen, dann ist die Linie versperrt. Und auch unseren Turm können wir nicht ziehen, wenn wir den nach rechts oder links ziehen würden, dann kann der König auf die E-Linie entkommen. Wir können aber zum Beispiel auch nicht ziehen Turm E6, dann hat Schwarz den starken Zug
Turm nach B3. Und dann hat er zwar diese große Diagonale freigemacht, aber er deckt auch genau das Feld, auf dem wir ja matt setzen wollen, nämlich F3. Man sieht bei der Aufgabe schön, beim Problemlösen geht es ja immer darum, Züge zu finden, wo Weiß ganz besonders schlau ist. Aber Schwarz kann natürlich auch manchmal sehr raffinierte Züge machen. Und das ist hier der Fall, also diese Kombination erst Dame nach A8 und dann Turm nach B7. Das ist schon eine sehr originelle Verteidigung. So, das funktioniert nicht. Wir müssen den schwarzen Verteidiger erstmal römisch lenken und das machen wir mit dem Zug Läufer nach D3. Es droht Läufer C2 matt und am besten sieht Schwarz jetzt natürlich Turm nach C4. Jetzt kommt unser Hauptplan. Läufer E4, wieder mit der Drohung Läufer F3 matt. Und Schwarz verteidigt sich genau wie eben. Dame nach A8. Schlagen wir. Und der Turm verstellt den Läufer. Aber ihr seht den Unterschied. Jetzt haben wir tatsächlich einen Wartezug. Jetzt können wir nämlich ziehen Läufer nach B7. Der Turm muss im nächsten Zug die Diagonale räumen und wir haben unser Matt auf F3. Das könnte man einen Zugzwang-Vermeidungsrömer nennen, wenn man dem Kind jetzt unbedingt einen Namen geben will. Nächste Woche gibt es drei Aufgaben zu einem Thema, nämlich zum Thema Rochade. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like, schreibt uns gerne einen Kommentar. Ob auf Deutsch oder Italienisch, ist egal. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch vielleicht nach. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.